Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake 2 und dem Beagle. Also, ich weiß, dass es ein Datum sein muss, ich habe aber keine Ahnung, welches Datum. Ich weiß es doch wirklich nicht. Was ist denn hier mit? Warum ist die? Lösung sagt, und das erschließt sich mir absolut gar nicht, 17.08.2023. Mir erschließt sich, warum A in europäischer Reihenfolge, wie unser, also für uns normal, unser Datum, mehr schließt sich, warum 2023? Mehr schließt sich aber nicht das konkrete Datum. Und das würde ich gerne verstehen. Ich würde es wirklich gerne verstehen. Oh, die Zukunft ist da, jetzt bin ich vorbei. Ich will. Diesen Monat wird alles anders, ein schlechter Tag. Ich habe mich nicht gut für meinen Kater. Und du, kleiner Wuffi, was ist dein Problem? Der Kult des Baumes heißt Jacko. Okay. Vladimir Blum. Gut, ich habe keine Ahnung. Vielleicht, wenn einer von euch so schlau ist und mir sagen kann, warum das Datum 17. so relevant ist, 17.8. so relevant ist, dann haut bitte raus. I don't know. Oh, guck mal, kann ich mir die Post auch angucken? Warum hast du den Türgriff zu einem privaten Zimmer mitgenommen? Ich habe diese Streiche langsam satt. Bring gefälligst zurück, damit ich mein Gewehr holen und auf dem Hirsch, auf Hirschjagd gehen kann. Wenn du es nicht tust, mache ich stattdessen Jagd auf dich. Wladimir, ich muss dich nicht daran erinnern, dass Thorn und Odin die realen Kandidaten. Bitte. Da ist Thor. Und er ist völlig verrückt. Ich muss zu ihm gelangen. Der ist wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der nicht schon von der Dunkelheit besessen ist, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Und die Türen sind offen. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, alle Türen nachgucken, oder? Die ich vorher nicht nachgucken konnte. Das heißt für mich auch. Mach mal deine Taschenlampe an, Mädchen. Dass ich hier vorne endlich hin kann, ne? Ich laufe doch dem noch nicht nach. Also bitte, Leute, das ist. Oh, Tor kann warten. Ah, da wäre ich auch so durchgekommen. Gut, das wusste ich nicht. Noch mehr Batterien. Die sind mir viel zu großzügig mit Batterien. Das macht mir richtig Schiss, was auch immer da kommen mag. Dann habe ich den Raum auch weg. Dann fehlt mir dieser Raum hier. Und sonst nur da unten, ne? Aber da komme ich nicht rein, außer ich gehe in den Speisesaal, wo ich ja gerade noch nicht hin möchte, wegen Odin. Ich will nicht raus. Ups, völlig falsch gegangen. Welches Schloss ist denn jetzt? Beam, beam. Ich habe keine Ahnung, welches Schloss gemeint ist. Beam, beam, beam. Was ist das? Eine Manuskriptseite. Gale Burroughs starrte auf die Röntgenaufnahme seiner Brust. Es war in seinem linken Lungenflügel. Es fühlte sich an wie ein schwarzes Loch, eine Öffnung zur Dunkelheit.
Er fühlte sich, als würde er ertrinken. Er hustete und hustete und hustete, so heftig, dass sich sein ganzer Körper und seine Seele verdrehten und verstümmelt anfühlten, auf den Kopf gestellt und von innen nach außen gestülpt. Mit jedem Husten wurde das Loch größer. Es fühlte sich gut an, es zerriss ihn, aber es fühlte sich gut an. Gay lag im Sterben, das schwarze Loch saugte alles Gute aus ihm heraus. Er stellte sich vor, hindurchzusehen, in die Dunkelheit. Das schwarze Loch grinste, Gay konnte sich seiner Anziehungskraft nicht entziehen. Er verehrte es. Gail opferte sich ihm mit Blut. Das ist krank. Wir haben übrigens einen Hirsch übersehen. Leider. Gail Burrows Gewaltausbruch als Folge einer aggressiven Demenzerkrankung. Er sollte, wann immer es möglich ist, gefesselt werden, bis eine Dosis gefunden wird, die seine Aggression unterdrückt. Harry, wer auch immer Harry ist. Gott, mach die Taschenlampe bitte nicht aus. Es geht nicht. Da ist noch was. Heilung, die ich nicht brauche. Hier sind doch noch andere Räume. Ich konnte doch nicht durch alle. Ich konnte doch auch zum Beispiel in diesen Raum nicht rein, oder? Oder? Don't know. Ich gehe jetzt erstmal. Ich bin mir relativ sicher, dass ich in bestimmte Räume auch nicht reingekommen bin, aber gut, ne? Ist hier denn sonst noch irgendwas, irgendwas Relevantes für mich? Nee. Dann gehe ich halt da hinten zum zum Dingsflug. Boom. Sowieso mal wieder Zeit zu speichern. Bewegen. Ja. Okay. Alter, ich schmeiß die Pfeile gleich alle weg, ey. Warte mal. Nee. Zack, schnell speichern. Wichtig. Speichern ist hier. Speichern geht hier so schnell, dass ich nicht geizig mit Speichern sein sollte. Ich bin auch noch irgendwo nicht reingekommen, oder? Hier? Ich meine, ich bin irgendwo noch nicht reingekommen. Ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Nee, hier war ich drin, okay. Hier ist der eine Raum, okay. Warte mal, kann ich hier noch was anklicken oder so? Der 17. August ist sogar eingekringelt, aber ich kriege die Lösung nicht hin. I don't know. Ich will da rein. Wie komme ich da rein? Nein, Leute, ich habe wirklich so nichts weiter nachgeguckt. Nur den Code und ich habe immer noch keine Ahnung. Also sorry, aber... Mir erschleicht sich da gar nichts. Er hat was gesagt, von wegen, jemand hat den Schlüssel geklaut. Achso, da ist ja der Schlüssel. Den Tür-Dings-de-Bimste geklaut. Nee, warte mal. Oh, warte mal. Da konnte ich auch noch reingehen. Das habe ich gar nicht gemerkt, Leute. Ich dachte, das wäre... Oh, Türknauf. Cool. Aktenschränkchen. Cool. Ich kann mir jetzt das Gewehr holen. Oh yeah. Oh yeah. Ich kann mir das Gewehr holen. Oh yeah, 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 yeah. So. Yes. Eine Manuskriptseite. Das sehe ich von hier aus. Ilmo war nervös, seine Handflächen waren feucht. Er ließ sein Telefon sinken. Mulligan hebt nicht ab. Jacko schüttelte den Kopf und deutete auf sein eigenes Telefon. Genauso wie bei Thornton. Ilmo gefiel das nicht. Auch in der Werkstatt in Mortuary ging niemand ans Telefon. Irgendwas war los. Es musste der Schriftsteller sein. Das musste einfach so sein.
Die Koskella-Brüder kauerten im Gebüsch gegenüber der Elderwood Palace Lodge, deren Lichter in der Nacht leuchteten. Sie konnten nicht länger warten. Die Brüder wussten, dass Saga in Waitery war, um ihren Wohnwagen aufzusuchen. Wenn sie jetzt gingen, war das ihre einzige Chance, dies zu tun, ohne sie zu verletzen. Ilmo stand auf und ein Schar von Hirschmasken schauten in seine Richtung. Okay, das ist es. Der Schriftsteller ist das Ziel. Wenn er ausgeschaltet wird, ist alles vorbei. Er schießt den Fett nur, wenn es sein muss. Dies ist unser größter Moment. Wir wachen in der Nacht. Die Menge murmelte ihm den Spruch zu. Ilmo drehte sich zum Hotel um. Er konnte Sagas Partner im Fenster sehen. Ilmo klopfte seinem Bruder auf die Schulter. Die Brüder setzten ihre Maske auf. Der Kult des Baumes war bereit. Das heißt, die wollten ihn eigentlich gar nicht wirklich töten. Oh. Hey, Yoshi. Hey, mein kleiner Freund. Das ärgert mich so. Ich will so gerne wissen, was passiert, wenn ich die Hirsche habe. Aber ich habe einen Hirsch übersehen. Noch zwei. So, ich sollte angeblich hier schon 9 haben. How weird. Ich habe keinen Inventarplatz. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Wie groß soll denn das sein? Bereit für den Kampf. Okay. Gewehre benutze ich ja generell sehr gerne. So, schnell ausmalen. Da hat die Heilung leider verloren. Aber ich muss... Okay. Ich muss mal schauen. Ich brauche irgendwie Platz im Inventar, falls ich noch was anderes finden sollte. Das heißt, irgendwas muss ich ablegen. Ich könnte bei ihr echt mal ein größeres Inventar finden, ey. Okay, bin ich mutig? Ja, ich bin mutig, komm. Bin ich mutig? Ja, ich bin mutig. Bei den Batterien bin ich aber nicht mutig. Und mehr, ich möchte auch mehr als 2 Heilungen mitnehmen. Oh Gott, mach die Taschenlampe wieder an. Mädchen, mach die Taschenlampe wieder an. Schnell speichern und jetzt können wir loslegen. Tor, ich komme. Wo auch immer du bist, ich komme. Güte. Alter, was war das? Und zack, hat man so schnell alle Batterien schon wieder weg. Ich muss Tor einholen. Ja. Zack, so schnell sind die Batterien weg. Was haben wir denn hier? Fundsachen, selbstgestrickte Fäustlinge, Notizbuch mit täglichen Essensplan, ein schöner Federhalter, eine antike Haarspange, sehr hübsch. Richtet sie ihre Frage bitte an Rose. Wir haben in der Cafeteria eine Schachtel mit Jagdgewehrmunition gefunden, Rose. Ich glaube, du hast das Video dort vergessen. Okay. Jagdgewehrmunition nehme ich natürlich gerne. Das muss Thor gehört haben. Er hat seinen Hammer verloren. Nun. Ist hier irgendwas drin? Das sagt mir die Karte. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir danach... Ah! Ja, wenn... Thor jetzt verloren ist... Nur so ein Gedanke. Wie soll er mir dann noch was von meiner Familie erzählen? Pfeile. Pfeile, wirklich Pfeile. Sorry, aber... Ja, bitte. Einfach wegtun.
Sind die dann komplett weg, oder kann ich die noch einsammeln? Ne, die sind dann weg. Okay, das macht mir immer nichts, wenn ich ehrlich bin. Ey, ich kann euch mit Pfeilen totschmeißen, wirklich. Wenn ich hier drin was übersehen hätte, würde die Karte das, glaube ich, anzeigen. Ja. Ich höre hier ständig Wasser. Moment, ich gucke mich eben hier um. Jetzt kann er den einen Moment auch noch warten. Ich kriege so viel Leuchtfackeln. Okay. Sorry Leute, ich muss die Pfeile loswerden für wichtigere Dinge. Komm sofort da raus! Das Wasser ist schlecht für dich! Tor, warte! Cynthia Weaver, ich weiß, dass du es bist! So ein Verhalten ist nicht okay! Lass ihn los! Tor! Verdammt! Sind jetzt beide weg? So ein Mist. Okay. Rede mit Rose. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Der Übergang. Okay. Ich glaube, ich habe den Hirsch vielleicht in Bright Falls übersehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Was war das? Wo ist Thor hin? Was zur Hölle wollen Sie damit sagen, Saga? Thor ruht sich im Wellness Center aus. Schon vergessen? Was? Wir beide haben gesehen, wie er in den Teich ist. Okay. Verarschen Sie mich, oder ist das wieder die Geschichte? Ganz ruhig. Keine Schimpfwörter, bitte. Sie lügt mich offensichtlich an. Warum? Rose sah Thor in den Teich gehen. Warum lügt sie mich an? Die Geheimmission für Ellens größten Fan. Die Heldin wird sagen, Wake ist zurück. Wir sind alle Figuren seiner Geschichte. Meine Güte. Ich bin nicht seine verfluchte Figur, aber ich kann das nutzen, damit Rose aufhört, mich anzulügen. Wake ist zurück. Cynthia nahm Thor mit. Was ist mit ihr passiert? Wenn Dunkelheit in den Geist eindringt, dann wird man verwirrt. Ich habe ihre Lampe in den Schuhkarton gelegt. Wie nennt man eine Lampenlady ohne Lampe? Spricht Rose von Cynthia oder von sich selbst? Oder beides? Oder was sind hier, wie war die mit den, wo wir am Ende hin mussten? Oh, ich bin mir da gar nicht mehr sicher, wenn ich ehrlich bin. Rose. Wake ist zurück. Oh mein Gott. Oh, Sie sind die Heldin. Sie sind hier, um Ellen zu retten. Oh, tut mir leid, dass ich Sie nicht ins Wellness Center lassen wollte. Ich habe Thor und Gale dort eingesperrt, nachdem sie durchgedreht sind. Ich wollte nicht, dass sie verletzt werden. Hier. Diese Seite hat mir Wake für sie gegeben. Oh, und sie werden meine Schlüssel brauchen. Die freut sich ja echt ein Bagger. Los. Saga drückte auf den Wähler der Jukebox. Die fehlende Platte war an ihrem Platz. Ohne Odins Hilfe hätte Saga sie nicht finden können. Durch das Gartenfenster drang ein Licht hinein. Die Horrorgeschichte hat Thor vor mir erreicht. Ich muss ihn retten. Saga drückt... Der Schlüssel zu diesem Übergang ist die Old Gods of Asgard-Platte. Odin weiß bestimmt mehr. Saga drückte auf den Wähler an der Jukebox. Die fehlende Platte war an ihrem Platz. Ohne Odins Hilfe hätte Saga sie nicht finden können. Als sie dort stand, fühlte sich Saga entblößt. Sie erwartete, dass die Schatten lebendig werden würden. Die Nadel knisterte auf der Schallplatte. Das Lied schwoll an.
Odin hatte gesagt, es sei für sie und ihre Mutter geschrieben worden. Die Entschuldigung ihres Großvaters, das Wehklang eines alten Mannes. Sein Herz war gebrochen, er versank in der Dunkelheit. Odin hatte gesagt, dass das Lied ein Weg sei, Thor zu erkennen, ein Weg, ihn zu finden. Durch das Gartenfenster drang ein Licht hinein. Das war die Stelle, an der Thor im Teich verschwunden war. Saga wusste, was sie zu tun hatte. Oh, warte, ich kann Profiling betreiben. Dann betreiben wir mal Profiling. Die Seite erwähnt eine fehlende Platte. Weißt du, wo sie ist, Odin? Von Leidenschaft getrieben. Wütend wie ein Sturm. Bestimmt im Museum. Dein Großvater wollte sich mit diesem Lied entschuldigen. Bei deiner Mutter, bei Freya. Und dir. Thor ist wie ein Sturm. Deine Mutter tat gut daran, mit dir zu verschwinden. Auch wenn es deinem Großvater das Herz brach. Und meines. Hör dir das Lied an, Saga. Thor ließ nur eine Platte herstellen. Er bewahrte sie im Museum auf. Odin kennt den Namen meiner Mutter. Er sagt, meine Mutter brachte mich weg, als ich noch ein Baby war. Plausibel. Konzentrier dich. Die Platte ist im Museum. Thor verschwand im Teich. Ein weiterer Übergang. Es muss einer sein. Wie komme ich hinein? Das mit der Platte ist das erste Mal, dass wir das vorweggesehen haben, weil Alan hat die Platte ja schon gesucht. Ich habe jetzt nicht gelesen, was drauf stand, aber... Warum ist Mama weg? Okay. Oh, sie freut sich. Was ist gerade mit Thor passiert? Cynthia hat ihn mitgenommen. Oh, ich wusste, dass jemand Thor beeinflusst. Irgendwas stimmt nicht mit dem Wasser hier. Aus den Rohren kommt schwarzes Zeug. Oh. Cynthia steckt wahrscheinlich auch dahinter. Hat Cynthia eine Verbindung zum Kult des Baumes? Oh nein. Dafür ist sie viel zu gebrechlich. Aber früher war sie die beste Verteidigung der Stadt gegen die Mächte der Finsternis. Naja, nach Ellen. Doch, aber das ist die, die wir zum Schluss in Teil 1 erwischt. In Teil 1 sind wir irgendwann zu einem Kraftwerk gegangen und da haben wir Cynthia gefunden und da ist sie noch nicht durchgedreht. Das heißt, die hat es halt auch voll erwischt. Wake ist im Gewahrsam. Wie waren Sie in Kontakt mit ihm? Er hinterlässt mir Nachrichten in Zeitungen und Büchern. Einmal hat er mir sogar mit einer Wolke geschrieben. Wenn es etwas wirklich Wichtiges ist, spricht er im Traum zu mir. Okay. Und was sagt er Ihnen durch diese Wolken? Wie ich ihm helfen kann, wie ich mich schützen kann, Rezepte, wie man Besessene tötet und mehr. Ich habe in letzter Zeit auch einige beschriftete Seiten gefunden. Er arbeitet wohl an einem neuen Buch? Wie aufregend! Kann es sein, dass sie damals von der Dunkelheit besessen war oder manipuliert worden ist, dass sie jetzt diesen Draht hat? Sie müssen die Bewohner hier wegschaffen. Es ist nicht sicher. Oh, sie lassen sich dadurch nicht beeindrucken. Sie haben ein schönes Leben geführt. Sie sind widerstandsfähig. Ich habe bereits allen gesagt, dass sie am Sammelplatz auf der Veranda warten sollen. Alle paar Monate gibt es eine Übung. Ich bin so stolz auf sie. Ich bin beeindruckt, wie vorbereitet sie sind. Wir sind an solche Dinge gewöhnt. Sie hinterlassen überall diese Alex Casey Brotdosen, oder? Schuldig. Das waren alle Allen-Behälter, die ich online finden konnte. Er sagte mir, ich solle die Besessenen in der Stadt töten. Und irgendwo musste ich meine Ausrüstung verstauen. Und ich habe Mandy May rekrutiert, um sie zu markieren. Die Verstecke können sie natürlich auch nutzen. Immerhin sind sie die Heldin. Danke. Ich habe sie schon benutzt. Wake sagt ihnen, wie man Besessene tötet? Oh, natürlich. Sie sind die Heldin, also wissen Sie das bestimmt schon. Alles, was man dafür braucht, ist ein starkes Licht und extreme Gewalt. Ganz einfach. Ganz einfach. Das Schwierige ist nur, die Leichen zu verstecken.
Ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Leiste nur meinen Beitrag, Schwester. Okay. Wir lassen das jetzt mal so stehen, ne? Da ist der Übergang. Ich nehme mal an, das wird alles frei, wenn wir soweit sind, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir ins Herrenhaus zurück nächstes Mal. Da kann ich ja noch nicht hin. Und schauen uns die restlichen Räume an, die verschlossen waren. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit dazu. Und ich bin neugierig. Ich bin neugierig, Leute. Bin ich. Natürlich. Bin ich. Klar. Da hinten ist noch Gesprächs. Neue Option. Das schauen wir uns auch noch an. Ah, da oben auch noch. Bei wem im Zimmer? Arti. Okay. Cynthia. Können wir uns alle angucken, Leute. Sehr cool. Okay, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag und haut rein.